Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um 5 Dinge und Fakten, die euch so niemals ein Fitness-Influencer sagen würde. Kommen wir direkt zu Nummer 1. Als Anfänger baut ihr so oder so Muskeln auf. Ihr könnt verdammt falsch trainieren. Ja, auch das Richtige falsch trainieren. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, was eigentlich falsch trainieren bedeutet und dass das in den seltensten Fällen falsch ist, was die Leute als falsch bezeichnen. Aber ja, selbst das könnt ihr machen. Selbst wenn ihr nur Steine schleppt, selbst wenn ihr die Geräte völlig falsch benutzt, selbst wenn eure Ernährung nicht nur nicht on point ist, sondern einfach katastrophal ist, selbst dann werdet ihr in den meisten Fällen Muskeln aufbauen, sobald ihr Gewichte in die Hand nehmt. Das passiert einfach immer. Macht, was ihr wollt und ihr werdet aufbauen. Manche von euch nur 2-3 Monate lang, andere wiederum ein ganzes Jahr lang. So manch einer sogar über 3, 4, 5 Jahre. Es gibt immer wieder die Spezies, die sagen, ach, ich habe auch so aufgebaut, da brauche ich doch diese ganzen Tipps nicht. Oder ach, du hast nicht recht, denn ich habe auch so aufgebaut. Ja, es gibt wahnsinnig talentierte Naturen, die 5, 6 Jahre aufbauen können und eigentlich nur Rotze machen. Also sich schlechter ernähren als so mancher E-Gamer und es schaffen beim Training an einer Wadenmaschine den Latissimus zu trainieren. Wer das trotzdem noch macht und aufbaut, der hat sicherlich einiges an genetischem Potenzial zu bieten, das nicht jeder unbedingt hat. Und selbst der könnte es verbessern, wenn er es einfach besser machen würde und noch mehr wachsen. Und damit kommen wir direkt im Anschluss an Nummer 2. Falsch gibt es selten, höchstens ineffektiv. Die ganzen Fitness-YouTuber erzählen euch meistens davon, wie man eine Übung richtig macht, was man alles beachten muss, machen irgendwelche Grafiken rein, zeigen, wie man die Ellbogen halten muss, die Schultern, den Körper halten muss und so weiter, worauf man bloß achten sollte, korrigieren sogar andere. Aber am Ende muss man sagen, ist es nicht immer alles falsch. Selbst wenn ihr noch so eine komische Figur irgendwo macht, aber den Muskel nun mal irgendwie anstrengt, dann kann es höchstens sein, dass ihr das Ganze effizienter hinbekommt. Das bedeutet vielleicht mit mehr Tonus auf den eigentlichen Zielmuskel wesentlich mehr rausholt bei vielleicht weniger Anstrengung und mehr Gewichtnutzung oder was auch immer. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist, weil effektiv, wenn wir falsch und richtig mal an Effektivität ausmachen, ihr werdet den Muskel irgendwie treffen. Ihr werdet als Anfänger, habe ich ja gerade schon gesagt, sowieso irgendwie einen Muskelkater und einen Reiz davonsetzen und in den meisten Fällen sogar als Fortgeschrittener, selbst wenn ihr noch so falsch trainiert. Das mag sicherlich kein Fitness-Influencer gerne sagen oder auch hören, aber falsch gibt es eigentlich kaum in diesem Sport. Nummer 3. Ihr wisst, dass wahnsinnig viele meiner Kollegen unheimlich viele Videos über Ernährung machen. Wie man sich richtig ernährt, welche die Grundlagen oder über die Grundlagen der Ernährung sprechen, aber sogar bis ins kleinste Detail. Sie geben Rezepte aus. Sie sagen euch, ob eine Nuss in der Schale noch irgendwelche Vitamine hat oder wie man diese aufbereiten soll. Bloß nicht kochen, weil sie das und das verlieren können und so weiter. Es gibt wirklich solche detaillierten Tipps, dass man ganz wahnsinnig wird und irgendwann nur noch denkt, was kann man überhaupt bei der Ernährung richtig machen und muss ich mich so viel drum kümmern. Und jetzt kommt die Wahrheit, die euch keiner sagen möchte. 80% eures Gesamterfolgs, den ihr überhaupt potenziell erreichen könnt, könnt ihr auch mit einer gerade mal mittelmäßigen Ernährung erreichen. Diese Ernährungsperfektion, die wird euch nur dann etwas bringen und dann, ja, dann wird sie nötig sein, wenn ihr auf die Bühne wollt, wenn ihr wirklich in den Formel-1-Bereich übergehen möchtet, wenn ihr auf 5% Körperfett runterkommen wollt und besser aussehen wollt als alle anderen, die da oben stehen. Dann vielleicht, aber ansonsten kommen die meisten von euch mit den Zielen, die ihr habt, mit dem Körper, den ihr erreichen wollt und dem Körper, den ihr erreichen könnt, mit gerade mal mittelmäßiger Ernährung aus. Deckt euren Proteinbedarf, macht gerne auch viel über Supplements und gar nicht über die ganze natürliche Ernährung, auch wenn das natürlich schöner wäre und besser ist, aber ihr werdet 80% rausholen. Vielleicht ein Fakt, der mir selbst nicht schmeckt, weil er so unromantisch ist, aber ist ein Fakt. Und damit kommen wir recht artverwandt zu Nummer 4. Und auch das kann dem einen oder anderen jetzt aufschlagen und nicht besonders gut schmecken. Supplements können durchaus, und das ist keine Supplement-Werbung, denn ich verdiene nichts an Supplements, viel von der Nahrung ersetzen. Ich kann selbst ein Lied davon singen, denn ich habe Zeit meines Lebens so komische und verzerrte Geschmacksnerven, dass sie leider kaum Gemüse und gar keinen Salat zulassen.
Für Vitamine aus der Natur bin ich also äußerst unempfänglich und habe mich die meiste Zeit meines Lebens mit Vitamintabletten durchgeschlagen. Mein Immunsystem ist jedoch so weit on top, dass ich im Prinzip kaum jemanden kenne aus meinem näheren Umfeld, der so selten krank ist und wenn, dann das so schnell überwunden hat und das trotz Leistungssport über die Hälfte seines Lebens. Ich kann mich da tatsächlich nicht beklagen, meine Blutbilder sind immer super und die zeigen leider auch, dass die Vitamine aus der Tablette doch schon effektiver sind, als man denken mag. Ja, mir gefällt es nicht, das zu sagen, denn auch ich bin irgendwo jemand, der mit seiner Verantwortung als Fitness-Influencer dastehen muss. Aber wie ihr schon aus anderen Videos erfahren habt, ich mag es auch sehr authentisch und nüchtern mal darüber zu sprechen. Ich fände es schön, wenn wir in einer Welt leben würden, in der wir die frischesten Sachen essen müssten und sich das damit verdienen müssen, in der wir einen Bezug zur Natur und zur echten Ernährung bewahren müssen und nicht die kleine chemische Pille haben. Da ist ein Ideal dahinter, da ist eine Romantik dahinter. Und ja, bitte versucht es nicht unbedingt mit der Pille, wenn ihr euch vernünftig ernähren könnt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ja, es bringt was. Wenn ihr Proteine hauptsächlich durch Proteinshakes bezieht und Vitamine durch Vitamintabletten und Mineralien, ich muss zugeben, ich würde immer darauf setzen, das bringt genauso viel. Wenn nicht sogar manchmal mehr. Denn nicht immer könnt ihr durch Salat und Gemüse alle Vitamine zusammenbekommen, die man so bräuchte. Fiese Erkenntnis, aber zumindest ist das meine Erfahrung mit mir selbst und mit allen möglichen Leuten, die ich bisher kennengelernt habe, die das so handhaben. Und damit kommen wir zur letzten Sache, die euch sicherlich kaum ein Fitness-Influencer gerne sagen wird. Das Wissen eines Fitness-Influencers, mein Wissen, ist nicht einzigartig. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich kann euch nicht den heiligen Gral bieten. Und auch ich kann mich irren und werde noch dazulernen. Letzteres ist sogar etwas, was man eigentlich anstreben sollte, aber was auch nicht gerne gesagt wird und auch tatsächlich von euch oft nicht gerne gehört wird, weil ihr dann sofort die Kompetenz des Trainers bzw. des Gurus hier oder des Fitness-Influencers anzweifelt, wenn er es doch nicht ganz genau weiß und jetzt schon alle Erkenntnisse des Sports in sich vereint. Tatsache ist jedoch, das, was ich gelernt habe, ist ein Großteil meiner Erfahrung. Dadurch kann ich sicherlich punkten mit 25 Jahren Bodybuilding. Aber letzten Endes beruht es auch eben auf meinen Erfahrungsweg, auf den all meiner Klienten und der Leute, die ich gehört habe. Das ist eine ganz große Summe, aber auch viel auf meinen persönlichen Erfahrungen mit meinem Körper und auf das, was ich natürlich mir angelesen habe und gelernt habe. Das kann mal veraltet sein, wenn die neueste Studie etwas anderes sagt. Und mal kann es auch sein, dass ein anderer dort widersprechen würde, beziehungsweise dass man sich konstruktiv unterhält und zu einem neuen Ergebnis kommt. Aber im Prinzip alles, was ich auf diesem Kanal von mir gegeben habe, werdet ihr irgendwo nachlesen können. Das ist kein einzigartiges Gotti-System, das ist nichts, was nur ich weiß, mit nichts habe ich irgendetwas erfunden. Ganz im Gegenteil, gerade mein Kanal zeichnet sich dadurch aus, dass ich eigentlich die Bodybuilding-Hauptschule der letzten 50 Jahre nur wiedergebe, wo ich selbst überrascht bin, dass sie jetzt durch Fitness-YouTube nun mal hervorgepusht so eine Neuerung für viele darstellt und jetzt tatsächlich so ein bisschen den heiligen Gral, weil so viele von euch zunehmen, nachdem sie diese Tipps alle bekommen. Aber es sind keine Gotti-Erfindungen und keine großen Gotti-Guru-Tipps. Auch ich sage das sicherlich nur mit einem gewissen Schlucken, aber andererseits sehe ich mich als Vermittler und finde es auch nicht ganz so schlimm, weiß aber nur, dass es dadurch natürlich ein wenig weniger Relevanz meiner Person gibt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und natürlich sagt mir etwas dazu in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr zu einigen dieser Sachen etwas zu meckern, aber vielleicht kennt ihr auch so manch einen YouTuber, der genau diese Lehren immer noch gerne zurückhält und niemals sagen würde. Wie seht ihr das Ganze? Und was denkt ihr, gibt es noch, was euch Fitness-YouTuber ungerne erzählen? Und wer jetzt wissen möchte, was ihr auf gar keinen Fall von Fitness-YouTubern abkaufen sollt, also definitiv nicht unbedingt drauf hören sollt, schaut euch direkt dieses Video hier weiter an und wir bleiben in der Materie der Fitness-YouTuber, der bösen Fitness-YouTuber. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und euch mal die ganzen anderen Videos anschaut, denn auch da findet ihr vielleicht viele neue Sachen und schaut gerne mal bei Protein Arena vorbei und spart 15% bei einer Bestellung. So, das war's jetzt von mir. Bis bald, euer Gotti.